Einen wunderschönen guten Tag mit recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Unsi 2, dem Omnibus-Simulator. Wir stehen hier mal wieder in Berlin. Es macht ein bisschen Geräuschkulisse. Ich schwöre, es macht ein bisschen Geräuschkulisse, ey. Es existiert eine Geräuschkulisse und wir werden fahren einen kleinen SEV-Dienst mit dem C2 in mehr oder weniger passender Lackierung, die ist jetzt hier eben angepasst für die S-Bahn Berlin und passenderweise fahren wir eben einen S-Bahn SEV. Das beides sind eben Mods, die es in der Webdesk gibt. Also zum einen den SEV für die Karte, das ist ein Chrono-Event, und zum anderen eben das Repaint hier für den Bus. Das kann man, glaube ich, ganz gut miteinander kombinieren. Und ich würde sagen, wir steigen gerade mal ein, rüsten unseren Bus gerade mal langsam auf. Und schauen wir mal, ob wir da vielleicht ein paar Leute reinkriegen. So, fahren wir mal langsam hoch. Hier so anmelden brauchen wir uns eigentlich nicht großartig. Fahrkarten soweit verkaufen wir halt auf unserem SEV-Dienst ja heute nicht. Jetzt ist die Frage, was machen wir mal mit dem Licht? Machen wir so. Wir müssen auch den einen oder anderen Meter fahren. Wir starten auch gar nicht von hier ab, sondern wir müssen noch ein bisschen. Kann er den DB schildern? Achso, er fährt erstmal langsam hoch. Gut. Dennoch, ich gesagt, dass wir erstmal eine Runde fahren. Und zwar zum Startpunkt S-Bahnhof Zehlendorf. Und das heißt, das ist jetzt der ein oder andere Meter. Bis dahin ist die Kasse hochgefahren, die wir eh nicht brauchen. Bis dahin ist alles initialisiert. So. Ich würde sagen, das machen wir einmal. So, wir könnten noch vielleicht mal ein bisschen, ne? Wunderbar. So, ich glaube, wir müssen ja trotzdem nach links. Warte mal ganz kurz. Wir rücken danach aus. Okay. Habe ich mir natürlich vorher angeschaut, habe ich aber tatsächlich wieder vergessen. Bis jetzt gerade eben. Von daher, ja, müsstet ihr mir das an dieser Stelle leider mal verzeihen. Was heißt leider? Ja, okay, es ist schon ein bisschen leider. Was hat jetzt die Matrix gemacht? Ach, guck mal, da kann sogar DB, S-Bahn-Ersatzverkehr. Fantastisch. Wir können jetzt hier verschiedene SEV-Dienste fahren. S-Bahn ist einer davon. Gibt auch welche, die fahren im Endeffekt Ding hier, die U-Bahn oder für die DB. Das heißt, dann den Regionalverkehr einmal ersetzen. Für unseren Fall heute wird es eben einmal die S-Bahn. Irgendwie zieht der anders rein, als ich das erwartet habe. Aber gut, kriegen wir, glaube ich, hin. Wir wenden einmal ganz kurz und dann schauen wir auch mal, in welchem Steig wir losfahren. Das wäre nämlich auch ganz interessant. So, dürfen wir, glaube ich, einmal nach links nachher irgendwo, genau. Ist ja so eine kleine Extra-Runde, die wir uns jetzt hier eingefahren haben. Darf ich da gleich links? Ja, oder? Ja. Was ist denn mit dem... Ich muss gleich das Mikrofon mal irgendwie richten. So, da haben wir dann die Vorfahrt. Das passt aber. Es hängt mir irgendwie vollkommen ins Lenkrad rein. Sorgt natürlich jetzt nicht zur Intensivierung meines fantastischen Fahrskills. Mehr oder weniger. So, dann müssten wir ja theoretisch da nach links und dann sind wir schon wieder auf der Spur. Ah, wir sind mal ganz groß immer auf der Spur, nämlich einem kleinen SEV-Dienst. Kollege, du kannst gerne fahren. Ich halte dich von nichts ab. Oder, ach nee, ist ein Fußgänger. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Ich hätte ungern, dass da Leute umgefahren werden. So, genau, ich habe mir auch mal die dynamischen Hilfspfeile angemacht, weil ich eben nicht genau weiß, wo wir lang müssen. Und das macht es dann mal ein kleines bisschen einfacher, sich in ungewohnten Umgebungen zurechtzufinden. Also vor allem, wenn man jetzt nicht genau weiß, welchen der 100 Bussteige man irgendwo verwenden muss. Das ist ja beim SEV auch immer noch mal ein bisschen so, wenn die es alle links abbiegen. Warum machen die eigentlich so einen großen Bogen? Das ist jetzt nicht so optimal. Mein Mikrofon nimmt immer noch nicht. Was ist denn los? Hier ist ein Kabel draußen. Ich habe keine Ahnung. Sonst ragt das doch auch nicht so ins Lenkrad. Ja, überragend, ja, ich weiß es. Überragend. So, ich glaube, wir starten hier. So, wir sind aber noch ein bisschen sehr früh dran, weil ich nicht genau gewusst habe, wie lange wir hier brauchen. Das heißt, ihr steigt schon mal ein, der Fahrplan normalisiert sich schon mal ein bisschen. Wir sind ja trotzdem falsch, ne? Das ist Zehlendorf, ja, das ist auf jeden Fall hier. Wir haben das nur irgendwie vergesemmelt,
Das war da, das war da irgendwie, das wieder mit dem, ne? Hm. 10 auf 16. Dann stellen wir zumindest mal vor, auf 12 Uhr um 15. Nach halb habe ich nicht gemacht, habe falsch gedrückt, meine Schuld. So, sind wir halt schon laut Fahrplan eine Weile. Wir fahren hier halt trotzdem pünktlich los um 16. Ja, guck mal. Der eine oder andere steigt doch trotzdem noch ein. Das ist ja fantastisch. Dann werden wir die Sicht auch mal nach hinten machen. Ach genau, das ist auch jetzt hier das... Achso, wir könnten gleich los. Das ist auch das Sitzdesign der S-Bahn quasi hier nachempfunden. Und ja, ne? Alles in allem eben ein fiktives Repaint, aber irgendwie dann trotzdem ganz interessant und passend. So, warten wir mal. Hat der denn keine? Doch, hat der doch, ne? Fahre ich jetzt hin? Okay, ich bin irgendwie hart verwirrt. Ich habe irgendwie gedacht, der Bus ist das mit dem... Naja gut, wir fahren einfach mal, ne? So. Und dann heiße ich alle Fahrgäste hier recht herzlich willkommen auf unserer heutigen Fahrt. Im S-Bahn-Ersatzverkehr wünschen Ihnen trotzdem eine angenehme Reise. Interessant ja auch, dass wir quasi laut Schild hier Fahrrad... Achso, ups, ich habe nur von der Weihnachtsfolge, habe ich noch den... Den Weihnachtsmann haben wir noch im... Naja, die kann ich ja vielleicht mal verlinken am Ende der Folge. Da habe ich was zu verlinken im Endscreen, wenn ich es nicht irgendwie vergesse. Aber ja, ist ja vielleicht schon ganz interessant. So, ich hoffe mal, wir schaffen das auch ohne Pfeilchen. Zumindest erstmal ein bisschen, weil das ist immer ein bisschen optisch unschön. So, und ihr wollt wahrscheinlich alle nicht mit, ne? Also wir halten hier offiziell nicht. Das ist auch zielend auf Eiche. Ne. Ja, das passt. Okay, ihr wartet auch alle ganz brav. Ach, das ist super lieb von euch. Bist du auch super lieb? Nee. Bist du irgendwie nicht? Warum denn nicht? Ich hätte dich ja irgendwie eine Mischung aus durchgelassen und... Keine Ahnung, aber da kann doch nicht... Gas geben und dann bremsen und... Ach, Depp. Ja gut, jetzt liegt der halt im Graben. Da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Hoppo, hoppo, Reiter, wenn er fällt, dann Schreider. Fällt er in den Graben, fressen in die Raben. Das ist mir bei ihm offensichtlich herzlich egal. Also die sollen ihn ruhig fressen. Das ist mir... Ja, was sollen sie machen? Das ist mir jetzt... Erstmal persönlich habe ich jetzt keine große Bindung zu dem Auto auf der anderen Spur aufgebaut. Apropos andere Spur. Da sind wir besser aufgehoben. Und damit uns Babelaf auch jemanden überholen kann und wir auch jemanden in die Seite kacheln können. Ich habe eben übrigens gedacht, da war noch Platz. Also ich habe gedacht, unser Bremsmanöver hätte das noch irgendwie geschafft, aber da hat er wahrscheinlich schon rübergezogen gehabt. Und Gott sei Dank der Gute, aber ja, der fantastisch. Ah, eine Unfallmeldung ist ja. Wie das nur zustande kommt, das ist rot. Wie das nur zustande kommt, dass diese Ampeln rot werden, ja, das ist. Müsste man sich mal. Sequenz der Sendung mit der Maus angucken. Vielleicht versteht man das dann. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt... Ach, das ist ja auch alles irgendwie hart belastend. Naja, gut. Wie ihr schon seht, also man kann auch längere Routen fahren. Ich habe mich jetzt halt mal für den S-Bahn SCV entschieden, weil eben wegen des Repaints. Ansonsten ist es, ja, ne, wo wir andere Sachen machen können. Das hat aber ganz gut passt von der Kombination. Die wären entweder kürzer und oder länger nochmal gewesen, die anderen Dienste. Wie viele haben wir denn eigentlich? Ja, ein paar Leute haben wir ja zumindest drin. Also es wird auch generell ohne Routen geschildert, der SEV. Das heißt, es ist irgendwie, glaube ich, Ziel 6 bis 8. Da steht auch alles in der Readme dabei. So, und wir können halt mal ein bisschen zügiger, auch wenn das natürlich immer ein bisschen kritisch ist hier im Stadtverkehr. Aber es ist halt so schön wenig los hier, ne? Da kann man so schön fahren. So viel Palatz ist. Palatz, wie am Wolkenpalatz. So, ach ja. Kennt das noch jemand? Nee, okay. Dafür muss man, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon YouTube eine Weile lang da und so, ne? Gewesen sein, kennt wahrscheinlich keiner aus. Ist ja auch okay. Ne, ist doch wirklich okay. Ist doch mir persönlich wirklich gar nichts aus. Ist wirklich voll in Ordnung. Josh bitcht einfach wieder rum. Ja. So ist es. Du wartest, bitte. Das ist fantastisch. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, das heißt aber hier kommen wir halt noch mal schneller durch, als der X10 das jetzt machen würde, weil wir halt ja noch seltener halten.
weit seltener halten. Was jetzt auch nicht so schlimm ist. Also, wir werden es, glaube ich, überleben. So, achso, das ist rot. Belastend. Ja, kann sein, da steht keiner. Aber das ist immer noch irrelevant, ne? Also wir fahren halt eh durch, die Leute. Boah, haben dann wohl noch die anderen Linien zur Verfügung. Vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Wir wissen es wohl nicht genau. So, er könnte zu rot werden. Oder er zieht auf eine andere Spur. Ah, das ist halt gemein. Nee, wenn die rechte Spur als Parkspur genutzt wird und blablabla, dann müssen wir jetzt 30 fahren. Ja. Ach komm, machen wir doch einfach mal. Ey, 30. Kollege, danke schön. Ne, da wollen wir uns mal alle ganz, ganz brav dran halten. Ja, seht die Menge der spielenden Kinder, die ist unfassbar. Und ich hab, was ist das? Ach, Mann. Ich könnte vielleicht, ach nee, das ist blöd mit den Kopfhörern. Ah, Mann. So, 50. Zach. Hartgas. Die 20 km/h, du, das müssen wir jetzt aber auch schnell da durch, sonst haben wir da... Musste das jetzt sein? Musste das jetzt... War das jetzt wirklich notwendig? Scheinbar ja. So. Gut, dann wollen wir noch mal ein bisschen Platz machen. Sieht so aus, als ob der da ein bisschen Platz braucht. Ja. Der greift schon nach dem LKW. Will der den gerade beklauen? Geht so aber nicht, Kollege. Du, das ist aber, da musst du, ist da nicht so. Das, ach, was hat er denn geladen? Das sehen wir wohl nicht. Der ist sehr diskret unterwegs. Wobei sind dann meistens die auffälligsten, meistens die auffälligsten Trans. Uah, der schwenkt aus. Ha, 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 nicht ausschwenken. Ha, hu, ha. Hu. Ihr kennt ja die ganz, also die auffällig unauffälligen schwarzen Transporter oder. Ja, ungefähr so ein bisschen wie das Ding da vorne. Ja, so ungefähr. So die auffälligsten, unauffälligsten Mercedes-Sprinter. Oder auch so mit Sitzen drin. Also es ist nicht hier so als Transporter ausgelegt, sondern... Ja... Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, ist mir das wirklich... Ist der mir... Warum? Das war doch jetzt vollkommen... Das war so einfach, so unfassbar unnötig. Ist eine schöne Alliteration. Mal, also, angemerkt an der Stelle, aber... Ja, doch einfach nicht. Unfassbar unnötige Alliteration. Das ist wieder keine Alliteration. Die atemberaubend aufschlussreiche Alliteration... gibt, ich habe verstanden, dass ich einen Unfall gebaut. Ja, den hat bestimmt auch ich gebaut, ne? Also gut, Unfallflucht habe ich betrieben. Schon, also das lasse ich mir an, aber das, ich war weiter vorne, als wie der. So, der Opfer ist schuld. Nee, aber in dem Kontext hätte ich mich jetzt nicht zwangsläufig als den Hauptschuldigen dieser Tat identifiziert, außer aufgrund der Tatsache, dass ich mich halt eben zu dieser Zeit auf dieser Straße befunden habe. Ich hätte natürlich von meinem Fahrplan abweichen können, verehrte Damen und Herren, und dadurch natürlich den Erfolg dieser Aktion so weit schmälern, dass, keine Ahnung, Käsekuchen gebacken wird oder sowas. Das ist jetzt erstmal prinzipiell auch erstmal eine sehr leckere Sache. Wir müssen aber, glaube ich, nach links, oder? Ist jetzt hier noch gerade außen vorne links? Ich lass mir mal helfen, ne? Ich habe sonst Angst, dass wir falsch fahren. Das sieht aber noch recht geradeaus aus, was wir hier machen, ne? Aber X10 ist da lang. Das heißt, wir müssen gar nicht dem X10-Linienweg folgen. Das ist wirklich jetzt die Frage, ob wir den Teplitzer Straße... Das ist halt die Frage. Doch, da lang. Hat schon gepasst. Warum ist denn hier denn... Was ist denn... Warum ist denn da dann kein... Warum ist denn da nicht... Was ist denn mit den dynamischen Pfeilchen? Schweset nicht. Was ist denn euer Problem? Es wird wohl ein Problem geben, auf das wir jetzt an dieser Stelle leider keinen Einfluss haben. Die, weiß ich nicht, ist das jetzt die DB oder die BVG, die das hier fährt? Also wir haben so ein bisschen DB-Logo. Ach ja.
Das ist ein lustiges Konglomerat. Konglomerat ist auch ein sehr lustiges Wort. Konglomerat ist ein Konglomerat an Buchstaben. Ja, ist unfassbar, ne? So. Ja. Und jetzt ist es halt rot, ne? So. Wollen wir da mal? Nicht? Jetzt, es kann ja nicht sein, dass mir genauso viel zu spät sind. Das sind mehrere Linksabbiegerspuren. Das ist verkehrsflusstechnisch natürlich eine schöne Sache. Für einen. Ja, das war. Na, aber da war doch jetzt noch nicht. Warum bist du denn. Warum fährt denn jetzt auch nicht weiter rüber? Das ist doch. Oh. Nee. So, ihr bleibt stehen, euch nehme ich nicht mit. Dass er wieder ist. Ich. Ja. Hm. Das B in Josh steht für besonnene Fahrweise. So, oh, ein bisschen auf Geschwindigkeit hier. Ja, machen wir. Da seid ihr dabei, ne? Das ist prima. Prima kann man auch gerne mit B da und so, ne? So, hier haben wir die 30 jetzt, glaube ich, invertiert, ne? Die sind jetzt eher für nachts gedacht. So, ist da rot? Ah, ist natürlich jetzt schade. Kann ich da nicht irgendwie so ein. Irgendwie so ein Joker einsetzen? So, keine Ahnung, wie. Achso, ja, Unfallmeldung. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch. Ja, ich weiß, war erst gefühlt vorgestern. Dann. Aber ich weiß nicht, wir hatten in der Grundschule immer so Hausaufgabengutscheine oder so andere Sachen, die du irgendwie dann, wenn du besonders gut gemacht hast und so, ja. Ich habe so ein. Oder Monopoly, besseres Beispiel. Monopoly, du kommst aus dem Gefängnis freie Karte. Du darfst einmal über eine rote Ampel fahren. Ja, nee, ist eine schlechte Idee. Halte ich für nicht sinnvoll. Ich meine, in der Regel hat das seinen Sinn, dass da rot ist. Dann dürfen ja andere Leute fahren. Das darfst du den ja auch nicht nehmen, das Recht, ne? Vermute ich jetzt mal. Es sei denn, du hast Blaulicht und Martinthorn an. Wobei das eine ja nur das irgendwie erweiterte Wegerecht, bliblablubber, über. Aber ich habe bestimmt die Leute, die ja wieder tausendmal besser wissen. Das ist. Glaube ich, bei wenn man gefühlt gibt es unter 5 Zuschauern gibt es Experten für jedes Thema. Und jeder ist auch irgendwie jede Folge Experte für irgendwas anderes. Ich weiß, gut, aber das ist jetzt mal auch abgesehen von so Themen wie Feuerwehr und bla, ist das, glaube ich, zurzeit nochmal wesentlich stärker ausgeprägt, dass sich jeder in irgendwas für Profi hält und. Ja, ich weiß das bestimmt wesentlich besser als die Leute, die das jahrelang studiert haben und die da jetzt seit Jahren in diesem Job arbeiten. Und das. Ja, ich kann das viel besser bewerten. Ich bin da voll der kompetente Mensch dazu. Ne? Gibt zwar immer die Möglichkeit, also gibt oft nur einen Ermessensspielraum, und aber viele Sachen sind halt. Ja. Ne, keine Ahnung. Ist halt. Ja, Josh, du stellst aber auch alles so, als wärst du hier der Weisheit letzter Schluss oder sowas. Versuche ich zumindest nicht zu tun, kommt wahrscheinlich manchmal so rüber, das ist jetzt nicht hundertprozentig meine Absicht. Doch natürlich, ich bin Influencer, hallo, das ist meine Absicht. Ich möchte immer das, was ich hinstelle, einfach als. Ich hab gedacht, da wäre irgendwie grün. Ja, wenn ich sehe, dass die Ampel grün, da habe ich jetzt Angst. Aus einem ganz bestimmten Grund. Genau aus diesem Grund nämlich. Weißt du, und da musst du jetzt eh warten. Das ist. Ach, was macht ihr denn da auch? So, halten Sie es auch noch ein bisschen, aber auch nicht mehr allzu lang. Ja, da klappt heute. Ich bin. Bei meinen fahrerischen Künste bin ich heute auch einfach unfassbar stolz. Das ist. Kann ich nicht anders sagen. Und das. Guck mal, wird gerade grün. So, Achtung. Es hat jetzt nicht Berlin BRT. Es hat nicht Berlin BRT, wo wir jetzt eine optimierte. Busspur, Führung, whatever Dingens haben. Das heißt, wir dürfen uns ja schön durch den fantastisch laufenden Autoverkehr schalängeln. So, das müsste aber locker passen. Jo. Aber dafür dann nicht. Rechtskurven sind irgendwie nicht gut. So. Ja, das Problem ist, da schwenkt man halt dann über den andere Spur. Du weißt, ich schwenke über andere Spuren, dann hast du ein Problem. Josh, hast du Problem, ey.
Ja. Oh, nee. Also ich bin jetzt da. So. Möchte mal angemerkt haben, so, du hörst mich. Achso, ich habe ihm die Tube gegeben, das heißt eigentlich, dass er fahren darf. Ne? Aber Omi ist da, das heißt, guck mal, der wartet, der hat das gut gemacht. Ja, mit der Lichthupe war es nicht der smarteste Move der Welt. Ist mir aufgefallen. Das ist ein Omsi halt ein Zeichen für etwas anderes. So, meine S-Bahn-Station, ne? Ja, will bestimmt jemand ein- oder aussteigen. Ah. Natürlich aber erst nach der Werbepause. Nee, aber das ist eine ganz interessante Sache. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Ich wollte es auch mal angesprochen haben, weil es dem anderen schon aufgefallen ist. YouTube testet gerade zumindest auf Desktop-PCs, also im Browser, irgendwie neue Werbeformen. Und darauf habe ich leider eben keinen Einfluss. Also, ihr kennt ja meine ewig langen Plädoyers mit bla, mit Werbung voller Schmu und so, mag ich nicht. Und ich musste feststellen, dass jetzt auch zurzeit in meinen Videos immer zwischendrin mal so ein, es ist halt kein Spot, sondern das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, was das ist. Das ist so eine komische, so eine komische Art Anzeige, trotzdem irgendwie zwischenbei kommt. Darauf habe ich irgendwie leider keinen Einfluss, das ist deaktiviert, aber YouTube testet da gerade scheinbar irgendwas Neues. Und das tut mir halt irgendwie tatsächlich leid, weil ich hätte das gerne irgendwie abgeschaltet. Aber ja, ne, also nur irgendwie zur Information, das sind so komische Dinge, die laufen auch mir gleich nach ein paar Sekunden ab oder so. Das sind auch nicht diese klassischen unten eingeblendeten Banner, das ist eben sowas anderes, aber ja, ne, also nur, dass ihr es irgendwie wisst, das ist nicht, Josh weicht von seinen Prinzipien ab, sondern ich finde das immer noch unfassbar nervig. Ich finde das irgendwie uncool, dass es halt was ist, worauf man jetzt als Creator keinen Einfluss hat. Also ich hoffe, dass das ein Bug ist. Vielleicht ist es auch bis zur Veröffentlichung des Videos halt schon wieder nicht mehr so. Dann ist es okay. Aber jetzt aktuell ist es eben ein aktuelles Thema. Und ja, ich weiß, dass wir zumindest mal grob angesprochen haben, dass ich das A nicht selber veranlasst habe und B unfassbar nervig finde, weil es gibt ja die Möglichkeit, einzustellen, wann Werbung kommen soll, vorher, bitte, nachher. Oder mit habe ich ihn vehement immer deaktiviert. Da gab es immer mal Phasen, wo dieser Haken mir automatisch gesetzt war. Das habe ich dann relativ schnell wieder behoben gehabt. Und mir natürlich zwischendurch eine goldene Nase verdient, wie eine keine Ahnung, Mafia-Boss oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Wer verdient sich eine goldene Nase? Bitcoin-Investor in sowas. Ja, sowas in der Art. Leute, die das gemacht haben, auf jeden Fall. Nee. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich hinaus will. Schmu und sorry und bla. Für das jetzt kann ich zumindest nichts. Das ist irgendwie, ich hätte das auch nicht gerne so. Aber da kannst du wohl nicht viel machen. Man muss halt, glaube ich, immer noch bedenken, dass das halt eine kostenlose Plattform ist, dass sich das halt durch Werbung finanziert. Auch wenn ich jetzt natürlich irgendwie, ich sag mal, begrenzt Mitleid für Google habe. Ja, klar, es dauert, also es kostet alles Traffic und meine ganzen hässlichen Kack-Videos, die ich hier mal hochlade. Die brauchen A, Speicherplatz auf den Servern und B, für jeden Abruf halt Traffic durch die Netzwerkleitung und so weiter und so fort. CPU-Last erzeugen die. Heißt, ja, es halt, ne, macht halt Aufwand und da kann ich halt nachvollziehen, dass die da doch irgendwie refinanzieren müssen. Ja, die finanzieren, also die schieben Geld in den Wald. Betreiben Refinanzierung. Ha, irgendjemand? Witzig? Nicht? Okay. Refinanzierung. Ein bisschen lustig fand ich den jetzt schon. Also so ein bisschen. Ein kleiner Schmunzler. So, warum müssen wir das nächste Mal halten? Hohenzollern-Damm. Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist irgendwo hier auf dem Kudamm. Also, frage jetzt, wo das ist. Ja, lass das mal so. Also, ja, Mitleid hält sich da ein bisschen in den Grenzen. Für solch ein großes Unternehmen, ja. Deswegen finde ich es halt einfach nervig, dass man dann nicht die Möglichkeit hat, irgendwas dagegen zu tun. Genauso wie das mit, das habe ich glaube ich auch schon zehnmal erzählt, dass es bis vor einer Weile noch die Möglichkeit gab, die Videos bei Veröffentlichung automatisch in Playlists einzusortieren. Das habe ich sehr gerne genutzt, das Feature. Dass also alle Omsi-Videos und meine Omsi-Playlist erschienen sind bei Veröffentlichung und so weiter und so fort. Jetzt muss man das irgendwie immer händisch machen. Heißt, ich mache das dann halt zum Upload-Zeitpunkt. Und dann sind halt immer mal so 3-4 private Videos in der Playlist. Und manchmal vergesse ich auch eins. Und ach, das ist halt einfach, es ist so sinnlos, dass Sachen, die einfach gut waren, einfach nicht mehr da sind. Darüber hinaus hatten wir irgendwie, es war ganz lustig, für mich, letzte Woche Donnerstag,
sind wir abends so zusammengesessen und haben mal geguckt, dass auf YouTube ein paar Kanalseiten eben nicht geladen haben. Das war echt eine lustige Sache. Das ging abends eine Zeit lang mal nicht mehr, am nächsten Tag ging es dann wieder. Und es war ganz lustig, das mal zu untersuchen. Und das war tatsächlich scheinbar zumindest bei mehreren Leuten unabhängig, von daher wahrscheinlich dann auch recht globale Störungen, dass Kanalseiten ewig nicht geladen haben und mit Error-Codes zurückgekommen sind. Zu sehen, dass YouTube im großen Stil halt sowas passiert und dass dann auch tatsächlich ein paar Stunden halt nicht funktionsfähig war, war halt schon lustig. Also Abo-Boxen und Kram, glaube ich, haben funktioniert. Heißt, man konnte prinzipiell schon Videos schauen, aber ja. Heißt, es ist nicht immer alles eine Verbesserung, die man da einführt. Gut, da kommt jetzt wieder Josh seine ewig gestrige da an sich zum Tragen. Aber ja, Veränderung heißt nicht immer Fortschritt. So. Wenn ich eine Partei hätte, würde ich glaube ich, das hat mein Motto. Veränderung heißt nicht immer Fortschritt. Lass den Scheiß doch so, wie er ist. Gut, dann werden wir immer noch mit Pferdetrams durch die Gegend fahren wahrscheinlich, wenn überhaupt. Oder nur Pferd ohne Tram. Ja, okay. Ich sehe, dass ein gewisser Maß an Fortschritt durchaus relevant ist. Und da sagt der Info, ne? Der Informatiker, genau. Super, ne? Früher war alles besser. Ja, ja. So, auf die Seite hier. Die parken da alle zu, ey. So, jetzt wir ein bisschen Angst, ne? Ist es hier? Ne. Die Bleibtreustraße. Ich hoffe, ist gerade rot geworden. Ich hoffe, wir sind uns auch nicht irgendwo falsch gefahren. Aber ich hätte gesagt, der Flut an orangen Hilfspfeilen nachzuurteilen, ist das in irgendeiner Form in Ordnung. So. Boah. Vielleicht gibt es doch zu erzählen, keine Ahnung. Käsekuchen ist ein guter Kuchen. So, prinzipiell mal eingestreut. Könnte sie ja trotzdem mal... Na komm, anmelden wollen wir jetzt auch nicht mehr an der Kasse. Ey, so viele Haltestellen noch jetzt am Ende von der... Aber wenn das jetzt... Fahren wir jetzt in die... Ja, Emmy, glaube ich, haben wir das ausgelassen irgendwo. Müsste ja schon gewesen sein. Ja, das habe ich gesehen, aber ich habe halt irgendwie gerade auf den Fahrplan geguckt. Das ist nämlich eine der gefährlichsten Stellen, die es gibt. Ach, wie viele Unfälle kann ich schon eine Folge bauen? Ja. So, es ist halt jetzt... Ja, müsste schon gewesen sein. War wahrscheinlich auch irgendwo in der Nebenstraße oder so. Ja, ich mutmaße da jetzt mal nichts. Ich mutmaße eh falsch und das ist immer irgendwie uncool. So, da nicht. Ich sehe da schon wieder mein Heck. Nee, okay. Gut, der Kollege hat das wohl irgendwie verstanden. So. Guck mal, er drängelt sich sogar. Aber ich möchte ihm mal ein Lob aussprechen. Er hat das sehr gut gemacht. So. Wollte ich mal gesagt haben. Da stehen nur ein paar Busse. Ja, jetzt sind wir doch schon wieder recht weit, ne? Ja. Nee, dann fahr halt auch bitte schneller. Dankeschön. So, danke um sie. Dankeschön. Was ist denn da, was dir nicht gefällt? Da ist wohl irgendwas, was um sie nicht gefällt. Ich weiß nicht, was es ist. Das fühlt sich nicht normal an. Wir sind aber auch gleich da. Was ist denn das Problem? Ich weiß es nicht. Warum weißt du es nicht? Es ist vielleicht das Auto? Ja. Da war mir das Auto, da wurde irgendwas kaputt gemacht. Ja, wo wir da jetzt durchgefahren sind, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Das hätte man jetzt, irgendwie irgendwoher erforschen, wissen können. Aber es ist jetzt halt passiert, ne? Wie die Tomaten. Oder stückig wie Tomaten, keine Ahnung. So. Hey, was haben wir da versemmelt? So, ich würde sagen, ich würde generell die heutige Folge mit dem Untertitel, wir sind mit dem Hashtag versemmelt, in Verbindung bringen. Ich glaube, das trifft es erstaunlich gut. So, der sagt, wir müssen hier halten. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Wenn jemand aussteigen will, da kann er das hier gerne tun.
Ja, nächstes wäre ich erst ein U-Bahnhof Zoologischer Garten gewesen. Gut, dann. Ja, gut, das ist natürlich jetzt wieder fantastisch. 3, 2, 1, Abfahrt. So, vorne sehen wir auch schon den Bahnhof. I only understand train station. Ja, genau. Das ist vermutlich auch was, was man genauso 1 zu 1 übersetzen kann. Und die werden bestimmt wieder alle rechts abbiegen und mir damit meine Vorfahrt nehmen und mich von der Straße schubsen. Macht ihr das? Seid ihr lieb? Ihr seid halbwegs lieb. Gut. Dort beruhigt mich zutiefst. So, dann wollen wir da mal hin. Dann lassen wir mal aussteigen. Genau, jetzt drücken die auch alle, weil sie aussteigen wollen. So. Wie fail kann eine Folge sein, Josh? Ja. Ich vermute mal, wir fahren auch noch vor. So, ja gut, das ist jetzt einfach so, wie es ist, ne? So. Da stehen schon aber andere Busse und ich glaube, da vorne links war auch immer der, da wo jetzt die Leute stehen, wenn man da Einstieg für den SCV. Wir sind da schon mal, glaube ich, das war ein ganz anderes Chrono-Event, das war ein ganz anderer Fahrplan-Mod, die wir damals gefahren sind, aber in die andere Richtung irgendwie. Deswegen habe ich mich auch mal dafür entschieden, so. Oder müssen wir da jetzt hier gleich wenden? Nee, Herzallee, 100 und N2. Da vorne wahrscheinlich irgendwo, ne? Ja gut, wir haben jetzt eh keinen mehr drin. Das heißt, wir können da eigentlich gleich auf den Palazzo hier. Wunderbärchen. Jetzt ist natürlich die Frage, SCV. Boah, da kann man sich jetzt eigentlich erstmal aussuchen. Vielleicht da vorne rechts wäre es gewesen. Ja. Wir sind jetzt einfach mal 10 oder so, ne? Jo, da vorne rechts wäre es gewesen. Naja. Was willst du machen? Ja, das hat heute ja fantastisch geklappt. Ich bin sehr stolz auf meine Leistung. Ihr hoffentlich auch. Und wenn ihr weiter solche fantastischen Videos sehen wollt, dann habt ihr eine Möglichkeit dazu. Ist bestimmt was verlinkt, weil Josh da bestimmt immer dran denkt. Ansonsten sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Macht's gut, mein Let's Play von uns die zwei. Tschüssi.